Also ganz im Gegenteil. Ich finde sogar teilweise, Spiele sollten nicht viel zu lang gehen, weil irgendwann verliert man, finde ich, immer so ein bisschen das Interesse. Das, der Reiz des Neuen ist weg. Und wenn das Spiel irgendwie 200 Stunden geht, dann hat man vielleicht keine Lust mehr. Und okay, was haben wir denn hier? Hebel. Okay. Der hier zieht die beiden runter und warte, und dann den hier. Und der müsste den jetzt wieder nach oben, oder? Hä? Hä? Diese Hebel verhalten sich völlig random. Okay, hä? Das Rätsel, das blicke ich gerade noch nicht. Was für eine Müllhalde? Das Rätsel, das blicke ich tatsächlich noch nicht. Muss ich hier alle Hebel runterdrücken? Also der macht den Hebel noch, der macht den linken. Was macht der? Der macht den hoch und den runter, okay. Und was macht der? Der macht den runter. Das heißt, wir machen den hier jetzt hoch, den hier hoch. Dann machen wir den hier. Naja, nee, das funktioniert auch nicht. Was macht der denn? Der macht das. Also ich habe das eine Hebelrätsel in dem Raum mit den Köpfen gelöst. Weil das war ziemlich einfach. Da musste man einfach nur die Beschreibung in dem Buch lesen, ne? Und dann in der Reihenfolge jeweils machen. Also in dem Raum mit den Köpfen. Du musst nur an einer Stelle aufpassen. Da sagt es nämlich dann Ziege oder irgendwas anderes. Und bei dem oder musst du nur eins von beiden machen. Aber das war... Kannst du dir ansonsten auch gerne auf YouTube... Ich glaube, das heißt der Meister und das Rätsel oder so... Aber das war... Okay, für das bin ich hier gerade einfach zu dumm, glaube ich. Ich tue jetzt euer Boss sein. Ich bin euer Boss. Ja, jetzt geht das Ganze so... Und jetzt geht das hier wieder zurück.
Okay. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Okay, ich weiß nicht, wenn jetzt gerade niemand von euch eine Idee hat, ich bin, glaube ich, dafür zu doof. Wie, also diese Rätsel mit den Statuen, die checke ich noch nicht so ganz. Also mit den Schaltern, ich bin ja am Überlegen, ob das irgendwas mit den Gobos zu tun hat, mit den Farben, aber hier ist halt auch nur grün. Genau, jetzt sind alle wieder unten. Und das tut das. Ich freue mich schon auf den Stufenaufstieg. Ich kann es kaum erwarten, es meinen Nachbarn unter die Nase zu reiben. Wow. Nee, also da bin ich einfach, okay, da, ich bin einfach zu dumm dafür. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wir speichern jetzt davor. Aber das ist mir gerade, das mit den Hebeln, da komme ich gerade noch nicht so ganz dahinter. Also die Hebelrätsel erscheinen mir aber auch sehr, sehr knackig, muss ich sagen. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir ein Bett mit dem Schlüssel zur vierten Etage von Raivax. Wir haben ein Tuts zum Schlafliedbox. Okay. Okay, wunderbar. Wir müssen nur das Bett eines Goblins durchsuchen. Aha, du sitzt in der Falle. Ralak, Ralak! Wo zum Teufel sind die blöden Wachen? Über meine Axt und Rüstung verteilt. Ja, mein Stiefel, wir haben sie zermalmt. Ja, und ich habe ein paar erschossen. Böse Goblins. Komm schon, kleiner Freund, sei nicht so finster wie dein Aussehen. Die Zeit ist gekommen, uns Zugang zur vierten Etage zu gewähren. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Nur schlagt mich nicht. Ich bin ein Feigling und eine Schande. Ich werde Zanga um eine gute Tracht Prügel bitten. Das reicht. Weiden wir ihn aus. Moment, er hat Zanga erwähnt. Er sagte Zanga. Hey, immer mit der Ruhe. Wir haben es ja gehört. Eigentlich wollte ich gerade fragen, weißt du, wer Zanga ist? Ja, er ist der Meister. Der Meister des Kerkers? Ich weiß nicht. Er ist eben der Meister. Zanga. Zanga ist der Meister. Meister! Ich suche ihn, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, wir sollten ihn am Leben lassen. Jedenfalls vorerst. Wir müssen nur seinen Schlüssel bekommen. Oder wir könnten seine Füße, Hände und Ohren abschneiden. Ich meine, alle Dinge, die abstehen, sind doch überflüssig. Wie, seine Nase? Ja klar, alles, was hängt. Ja, wir schneiden alles ab, was absteht. Oh nein, bitte nicht. Gnade. Wie, es gibt noch weitere hängende Dinge? Komm schon, das reicht. Wir haben den Schlüssel, also lasst uns auf die vierte Etage gehen. Oh, ihr armen Idioten. Die vierte Etage ist verflucht. Ja, danke, das wissen wir schon. Ach, aber ihr habt ja keine Ahnung. Selbst der Fluch ist verflucht. Die Ebene ist überverflucht. Wir haben schon viel zu viel Zeit auf diesen Wicht verschwendet. Los! Wow, haben wir ihn jetzt erstmal angerülpst? Und er so, oh, riecht geil nach Pup. Ja, wir haben doch da schon eh den Schlüssel bekommen. Okay, das ist die über Goblin. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Die Stufe der Zauberin ist gestiegen. Na? Die Stufe des Barbaren ist gestiegen. Okay. Die Stufe des Zwerges ist gestiegen. Wunderbar. Die Stufe des Diebes ist Holy gestiegen. Moly, haben wir jetzt. Wir haben jetzt echt für jeden quasi Level-Ups bekommen. Das ist mega nice.
Das ist natürlich super mega ultra nice. Das heißt, wir können jetzt erstmal noch dick Level upen, ne? Bevor wir in die nächste Etage gehen, ne? Aber gut, dann gucken wir hier mal. Also dann, ne? Was fehlt denn hier eigentlich gerade noch so? Er ist schon Level 4, der Bard ist bald Level 5 und sie ist auch, oh, jeder Level 4 jetzt. Ich muss aber auch sagen, das feiere ich an dem Spiel mega hart. Also das muss ich jetzt mal gestehen. Ich finde es richtig geil, dass sich jeder Level-Up einfach richtig gut anfühlt. Wie damals so ein bisschen bei Baldur's Gate tatsächlich. Ich finde mittlerweile heute... Bei vielen Spielen hast du es einfach so, ja, Level Up, hier, verteil mal ein bisschen Attribute. Aber die Level Up hier sind so rare, das fühlt sich so gut an, mal ein Level Up zu haben. Weil man wirklich so das Gefühl hat, fuck, mein Charakter wird merklich stärker. Und das, finde ich, hatte ich in so wenig Spielen, vor allem in Rollenspielen heutzutage, wo so, ja, Level Up, plus 2 HP. Ich weiß nicht, also das muss ich sagen, das mag ich an solchen Taktik-Rollenspielen, Da fühlt sich das Level-Up wirklich an, wie als wäre mein Bizeps 3 cm gewachsen in alle Richtungen. So, aber wir gucken jetzt erstmal. Der Zwerg, der sollte noch ein bisschen, ja, nicht nur Verfassung, der sollte vielleicht ein bisschen Kraft mal tanken. Dazu müssen wir mal gucken. Er hat hier Zwergenbeleidigung, die das Ziel in Richtung des Zwergs dreht und ihn veranlasst, ihn anzugreifen. Nicht so geil. Der Jumbuff-Tornado. Der Zwerg eilt vorwärts und fügt am Ende je nach zurückgelegter Strecke Schaden zu. Okay, das klingt eigentlich, nach einer geilen Fähigkeit. Ansonsten Mithrilbart. Physischen Widerstand um 10% magischen. Boah, ich glaube, was nehmen wir denn eher? Ich meine, Lebenspunkte hat er ja schon und er hat ja auch Rüstung. Ich denke, ich würde eher den magischen nehmen, dass der Zwerg auch mal gegen... Wobei, der Zwerg steht sowieso nicht so in Gruppen drin. Ich nehme den physischen, weil der Zwerg soll eigentlich reingehen mit dem Jumper-Tornado und dann mit Gurdils Backpfeife den so richtig in den Roundhouse-Kick verpassen, ne? Was? Der Zwerg erhält 10 Lebenspunkte pro Runde, solange er auf einem Bierfeld ist? Nice. Aber der Zwerg und der Barbar könnten hier schon auch ein gutes Kombo sein. Aber ich nehme hier erstmal das. Der Effekt, der erscheint mir zu gut. Ich glaube, Bierfeld ist diese komische Lache, diese helle. Es gibt die explodierende Dinger und es gibt dann diese Ausrutschdinger. Und ich glaube, die Ausrutschdinger, das sind Bierfelder. Und dem geben wir mal ein bisschen Beweglichkeit, weil der Ogre, der trifft mir noch zu wenig. Ah, machen wir mal 1-1. Kraft hat der genug, der tankt eh jeden um. Und dann nehmen wir hier Widerstand pro Stufe. Wir rennen jetzt mal durch Steintreppen und nehmen hier dann, der Ogre schnüffelt, zeigt Verstohlenheit an. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber ich denke, wir machen hier jetzt erstmal diese Bauchattacke. Und nehmen hier, dass es umgeworfen wird. Weil ich finde, die Bauchattacke nur zurückstoßen fühlt sich irgendwie ziemlich underwhelming immer an. So, die Magierin, die nimmt jetzt hier erstmal... Boah, das vampirische Häschen ist schon ziemlich geil. Ich glaube, wir nehmen jetzt das Vampire Bunny. Das Vampire Bunny erscheint mir schon ziemlich nice. Und solange sie neben dem Ogre steht, erhält sie Mut und Intelligenz. Naja. Ausweichen. Oder 10 Regeneration von Astralenergie. Oder maximale Astralenergie. Ich denke, sie sollte eher Ausweichen machen.
So, und dann kommen wir zum Dieb. Jetzt wird so langsam die Frage, oh, ein in Gift getränkter Armbrustbolzen. Das Ziel ist vergiftet. Das ist halt natürlich schon ziemlich geil. Wollte ich hier ja schon so langsam Verstohlenheit nehmen? Ich glaube, wir müssen eigentlich jetzt einmal Verstohlenheit nehmen. Also, ich weiß nicht so ganz. So viele Fähigkeiten, wo ich mir denke, das braucht Verstohlenheit, das. Ich glaube, wir nehmen jetzt wirklich mal Verstohlenheit. Und solange der Dieb keinem Verbündeten nahe ist, erhält er 5% Chance auf Crit. Ja, dann würde ich sagen, das, weil jetzt mit Verstohlenheit kann er wirklich so auf Agent 007 werden. Und kann sich hier eigentlich auch jetzt erstmal ein bisschen Kraft und Verfassung nehmen. Ich weiß nicht, ob ich meine Charakter voll missskille oder nicht, aber ich denke mir immer so, ich will nicht nur immer auf die Stärken der Charakter setzen, sondern natürlich auch, was man an ihnen besser machen kann. So, der Barbar, wenn er neben der Magierin steht, das passiert nicht. Bogenangriffe spiele ich denn eigentlich kaum. Ist nicht mehr von Behinderung betroffen, das ist ziemlich gut. Schwertangriffe kriegen Präse oder Ausdauer. Ich denke, er sollte lieber Präzision nehmen. Und das ist ohne Verbündete zu treffen, aber ich denke, ich nehme hier lieber den Damage tatsächlich. Ich nehme hier lieber den Damage und gebe ihm so ein bisschen mehr Kraft und Beweglichkeit. Der muss auch besser treffen. Die treffen wir alle noch zu schlecht. Ich meine, der hat jetzt ja gerade hier Präzision von 60 mittlerweile. Das ist, denke ich, in Ordnung. So, und wir speichern, dass ich das notfalls nicht nochmal machen muss. Und machen uns dann jetzt auf den Weg in die nächste Etage. Schon einfacher, wenn man den Schlüssel hat. Ist ja komisch. Das sieht aus wie ein Wasserhahn. Lass mich mal. Na sowas, noch eine Tür. Na wunderbar. Den Eingeweiden von Jor, ich hau sie kaputt. Ja. Yeah. Nein, das machst du nicht. Wenn die Tür verzaubert ist, könnten wir als Aschehäufchen enden. Ich weiß nicht wieso, aber diese grausige Möglichkeit jagt mir einen seltsamen Schauer über den Rücken. Da, noch ein Schild. Es ist eine Art Gedicht. Ich bin niemals weit entfernt von meinem Zwilling. Man verbindet mich oft mit dem kotzreizbaren Geruch von einer nicht sehr schönen Stelle des Körpers, welche sich sehr weit vom Geruchsorgan befindet. Mit anderen Worten, es ist etwas, was stinkt und weit weg von der Nase ist. Ich hab's. Socke. Was? Nicht schlecht, Respekt. Was? Ich hab's jetzt auch. Socke. Socke. Oh mein Gott. Tatsache. Wäre ich nie drauf gekommen. Socke, aber klar! Socke! 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 Bin gerade echt ein bisschen sockiert. Kapitel 4. Ein Fest für Dämonen. Oh yeah. Unsere Abenteurer haben endlich die dunklen und stillen Gänge der vierten Etage erreicht. Sie kommen dem Unterschlupf der bösen Kreatur immer näher, die ihnen entweder zu Antworten verhelfen oder ihr Schicksal besiegeln und ihren Bau mit dem Blut unserer Abenteurer besudeln könnte. Was hat er gerade gesagt? Gehen wir rein. Bleib cool. Sollten wir uns nicht zunächst einen Plan ausdenken? Denken ist was für Schwächlinge. Hat denn jemand eine Idee, was wir diesem riesigen, ekelerregenden Dämon sagen sollen? Falls er uns was sagen lässt, bevor er uns die Arme ausreißt. Normalerweise kann man mit Dämonen reden. Diese Kreaturen besitzen eine hohe Intelligenz.
aber man kann versuchen, sie durch einfaches Argumentieren zu übertölpeln. Interessant. Hast du viel Übung in der Kunst des Übertölpelns von Dämonen? Eigentlich nicht. Das ist reine Theorie. Ich habe darüber in einem Buch gelesen. Vertrauenserweckend. Bei Xaurus Tentakel, was führt euch in meinen Unterschlupf? Ja, der Dämon! Ach, so groß ist er ja gar nicht. Nur hässlich wie eine Kakerlake. Bitte hört nicht auf ihn, eure teuflische Hoheit. Wir kommen in Frieden. Wir kommen in Frieden? Im Ernst? Mehr hast du nicht zu sagen? Ich rieche, wie der Duft des Gottes des Scheiterns eure zerbrechlichen Körper durchdringt. Und doch seht ihr nicht wie seine üblichen Diener raus. Ich glaube, er spricht über so ein Pech, den Gott des Scheiterns. So ein Pech! Ein beschissener, nutzloser Gott. In der Tat. Oh. Er hat diesen Kerker verflucht und macht aus meiner Existenz die Hölle auf Erden. Hölle? Für einen Dämon? Also das schießt den Vogel ab. Ja, was für ein Scheißleben. Euer Sinn für Humor gefällt mir nicht wirklich. Bitte entschuldigt eure Gefährlichkeit. Sie sagten, dass Sie seine Essenz in uns riechen? Das Amulett, das ihr bei euch tragt, ist mit dem Gott des Scheiterns verbunden. Genau darum brauchen wir Ihre Hilfe. Anscheinend können wir es nicht loswerden. Normalerweise schlachte ich alle ab, die mich hier besuchen. Vor allem, wenn sie das Zeichen von so ein Pech tragen. So ein Pech! Nein! Wartet! Wir alle tragen den Fluch von so ein Pech. Das macht uns zu Verbündeten. Der Feind deines Feindes ist dein Freund. Gar nicht so dumm. Euch zu benutzen, könnte spaßiger sein, als das Blut in euren Eingeweiden zu versprühen. Da bin ich aber beruhigt. Benutzen Sie uns, wir sind sehr nützlich. Wir müssen einen Pakt besiegeln. Unsere Seelen für Ihre Gnade, richtig? Eure erbärmlichen Seelen sind mir egal. Ich kann nur so ein Pechsrituale nicht selbst ein Ende bereiten. Sind Sie nicht stark genug? Natürlich nicht. Diese Rituale sind nur zu widerlich. Befreit diese Ebene vom Einfluss von so ein Pechskultisten, dann werde ich euch helfen. Du findest sie widerlich? Dann müssen sie ja wirklich schrecklich sein. Diese Rituale sollen Dämonen abschrecken, nicht Sterbliche. Wenn ihr sie beendet, ist euch meine Hilfe sicher. Anscheinend haben wir keine Wahl. Gut, wir sind im Geschäft. Geht durch die andere Tür. Sie führt in den Bereich, der von den Lakaien des Scheiterns verflucht wurde. Wir sind doch ohnehin schon verflucht. Was könnte da schon Schlimmes passieren? Ja, was könnte da schon passieren? Und ja, da hast du recht. Socken sind Pullover für die Füße. Und meinen Füßen ist gerade echt ziemlich kalt, muss ich ja sagen. Aber gut, dann damit sind wir dann endlich in Kapitel 4. Wie weit bist du eigentlich schon, Artok? Und wir müssen hier jetzt definitiv mal erst noch... Mein Herz. Ein paar Heiltränke verbrauchen. Nicht die Tränke miteinander mischen. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Müssen es meine Stiefel sein. Und ein kleines Bier. So ein Mist. Wobei ich ja ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß immer noch nicht, was ich hier mit diesem Zweihänder machen kann. Den will doch der Barbar haben. Warum kann er ihn noch nicht nutzen? Ah, okay, deine Begleiterin hatte jetzt schon eine Nebenquest. Okay, ja. Interessant. Was für ein seltsamer Gesang. Das klingt jedenfalls nicht nach einem dämonischen Ritual. Hey, seht mal, da liegen Orks auf dem Boden. Zweifellos lebendige Opfergaben. Die besaufen sich einfach. Sepp-Wetschi-Hüppe. Ja, der Sübdigi-Hyper. Vielen lieben Dank, Gray, für 27 Monate Sub in a row. Oder insgesamt. Okay, die Ebene hast du schon geräumt. Okay, also bist du ein Ticken weiter als ich. Verschwinden wir, solange wir noch können. Lustigerweise hast du jetzt meine Aufmerksamkeit. Und? Das sind doch nur ein paar blöde Orks. Menschen, alle töten. Okay, alle töten. Wie hatten wir uns letztes Mal aufgestellt? Wir hatten ihn bei ihm. Oh, wir können
da nicht rüber, oder was? Nee, schade. Gott, die Aufstellung gefällt mir nicht ganz so sehr, weil der Barbar und der Ranger und meine zwei Tanks stehen da drüben mit dem Dieb. Das ist keine so geile Startaufstellung. Aber gut, wir haben hier immerhin noch den Baden und die Musikerin, ne? Also dann, let's go! Na, dann können wir jetzt eigentlich... Ja, ich würde sagen, gibt keine Flucht, nur nach vorne. Ja, und mittlerweile 70% Trefferwahrscheinlichkeit. Nice. Ja, okay. Taktik zur Verteidigung. Ich finde die Verteidigungstaktik einfach so viel besser. Die hat gefühlt so viel bessere Perks als plus 5 Präzision. Finde ich irgendwie. Fühlt sich einfach nicht so gut an, ne? Ach du Schande. Ja, ich vergesse immer, die Orks verteilen halt echt schon ziemlich dicke Schellen, ne? Oh, okay, der Zwerg wird... Ich dachte, oh Gott, scheiße, die greifen halt echt ziemlich stark an. Oh mein Gott, der hat 200 Leben! Der besoffene Ork-Chef! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber gut, guter Crit gerade. Und dann spielen wir mal ein bisschen Ork-Bowling. Oder auch nicht. Okay, Vampirhase! Los! Nice. Orks sind gefährlich. Wir brauchen eine gute Strategie. Gott, irgendwie mein Chat funktioniert gerade nicht ganz so sehr. Aber wunderbar. Der Vampir-Rabbit, der macht gute Dinge. Aber wie spielt sich tatsächlich mit der Priesterin Artok? Ich denke mal, da hast du deutlich weniger Probleme mit Überleben als ich, oder? Weil damit hast du ja noch einen Heilerin mit der Priesterin. Da hast du ja 4 Healer. Kannst du ja jede Runde gut heilen. Ja, ich finde den Heal so. Gegen den immobilisieren wir jetzt erstmal mit dem Dieb. Damit der jetzt nicht von der... Oh, der widersteht dem Ganzen. Ja, ich habe es mir auch tatsächlich überlegt. Also die Klerikerin hat mich nicht so wirklich überzeugt, weil die Klerikerin eher sowieso noch eine Damage-Dealerin gespielt hat. Ich finde halt generell, merke ich immer in Spielen, dass sich Baden teilweise sehr, sehr schwach anfühlen oft. Aber ich weiß nicht, ich wollte einfach mit dem Baden spielen tatsächlich. Ich weiß nicht, auf welche Schwierigkeit. Ich spiele ja auch auf dem dritthöheren. Was es natürlich auch sehr schwierig macht tatsächlich und sehr tricky zum Teil. Ja, aber ja, ich muss sagen, auf dem Schwierigkeitsgrad, das ist echt angenehm tricky, ehrlich gesagt. Oh Gott, der ist wütend. Das heißt, der kann, glaube ich, zweimal attacken, ja? Fuck, okay. Ja. Wow, und er bringt ihn halt erstmal direkt One-Shot um. Okay, aber hier haben wir dafür, also die Flanke, die linke, die haben wir dafür richtig gut unter Kontrolle. Holy moly, die lief echt ziemlich gut. Das darf lecker, lecker, Sorg, Barbuk.
Ja, also links haben wir eigentlich schon komplett gecleared. Das ist jetzt eigentlich bisher ganz angenehm. Ich glaube aber, da gibt es aber noch mehr Fights gegen die Orks, tatsächlich, wenn ich mir das so anschaue. Also das sieht noch ein bisschen tricky aus, weil ich glaube, da kommt noch mehr. Oh Gott, aber wir müssen jetzt echt gerade ein bisschen aufpassen. All you can eat meine Axt! All you can eat meine Axt! Oh, okay, aber die Attacke ist echt nice. So habe ich mir das in etwa vorgestellt. Na. Na, das ist jetzt. Den Dieb kann ich auch nächste Runde wieder beleben. Denke ich, sollte ich hier zuerst mal versuchen, die auf. Oh, fuck. Machst du dir überhaupt die Mühe mit den Roben? Berechtigte Frage bei den Zaubern. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ach, ich muss sagen, ich feiere das Spiel, aber es hat so einen richtig guten Witze-Mix aus Humor und auch aus Anspruch. Also. Ja. Gab ja, ich weiß gar nicht, was ich, wie das hieß, muss ich mal kurz, deswegen gerade kein Sound, in meiner Bibliothek nachgucken. Bin gerade kurz am Überlegen. Grotesque Taktik war ja auch so ein Taktik-Rollenspiel, was sich so ein bisschen nicht selbst ernst genommen hat. Aber ich habe das nicht durchgespielt damals, aber das war eher so noch mehr auf. Oh, hier ist noch mehr Party. Noch mehr auf Witz und Co. Nicht so serious, während ich bei dem Spiel schon das Gefühl habe, das nimmt sich schon sehr, sehr serious. Finde ich tatsächlich ziemlich cool. Wunderbar, den hier erledigt. Also die linke Flanke, die haben wir eigentlich schon. Okay, nur der Boss ist halt gerade verstohlen. Das ist eher nicht so gut. Hausgemachter Schnaps, der löst bekanntlich alle Probleme. Ach du Schande, jetzt greift er meine Magierin an. Nee, noch tatsächlich gar nicht. Verflixt. Ah gut. Also ich denke, heilen muss ich auf jeden Fall relativ früh auf meinen Charakter ein bisschen mehr maxen. Ja, oh Gott, da ist halt auch noch ein Ohr. Nice, schöner Crit gerade. Ja, das einzige Problem ist nur gerade, der eine Boss hängt halt leider an meiner Magierin, ne? Was mir persönlich nicht so gut gefällt. Aber gut, meine. Aber das fühlt sich wirklich so an, so nach einem, das sind mehrere Etappen hier gerade zu tun, ne? Holy! Okay, das tat weh. Jetzt wäre so dieses Beer Reachen echt nice gewesen als Fähigkeit. Ich hasse Orks. Die sind ja noch hässlicher als Zwerge. Das war ja fast ein Kompliment für unseren Zwerg.
Ja, aber gut, der Dieb ist... Den hast du nicht gesehen, oder? Gerade halt auch nicht wirklich alleine. Deswegen ein bisschen problematisch. Aber gut, so, dann sollten wir hier vor dem Boss ein bisschen fliehen, ehrlich gesagt. Na, aber gut, der Barde braucht irgendwie meines Erachtens noch ein bisschen mehr Buff-Fähigkeiten. Also ich finde, der Barde hat noch ein bisschen wenig Buff-Fähigkeiten. Er fühlt sich noch nicht badig genug an. Und dass ich auf ihr Ausweichen genommen habe, war wirklich Gold wert. So. So, und damit macht ihr hier jetzt auch. Also das ist tatsächlich ein angenehmer Fall. Da können wir, glaube ich, sogar ohne große Probleme weitermachen. Bisher ist nur der Dieb wirklich umgefallen. Und ja, da muss ich nicht nach jedem Fall direkt wieder back to base gehen. Okay, der Dieb, der fällt gleich noch ein zweites Mal um, wenn es so weitergeht. Aber ich merke schon, dieses Ritual ist einfach, sich zu Tode saufen. Oh, danke schön. Okay, nachdem er mich vorhin da weggecrittet hat, hat er quasi Riesen-Gau-Fehler. Kennt ihr den Witz von dem betrunkenen Ork? Ja, aber du erzählst ihn ja nie. Und tschüss. Soderlechen. So, und jetzt probieren wir mal eine coole Combo. Nee. Ich dachte, ich schieb ihn weg und die geben ihm jetzt alle so einen Hit. Das wäre eigentlich ziemlich geil gewesen. Na, also 110. Na, okay, der pariert. Also ich muss sagen, tatsächlich am Anfang mochte ich den Dieb, ehrlich gesagt, am wenigsten von den Charakteren. Mittlerweile finde ich den Dieb tatsächlich doch schon ziemlich, ziemlich cool. Oh, wow. Wow. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist sogar gesunken. Oh, nice. Und dann sogar ein Crit. Okay, den Dieb hat es zum zweiten Mal erwischt. Aber abseits davon ist es ja nur noch er hier gerade. Kuchen, Kuchen. Oh Gott, der Zwerg liegt da ja auch gerade rum. Na gut, aber... Na gut, da kommt ja dafür mein He-Man schon von hinten. Okay, der Ork-Captain, der ist echt nicht so ganz ohne. Ah gut, wir machen jetzt einfach mal einen AOE-Heal. Den sollte ich, und die Magierin kann jetzt hier ihr mörderisches Kanickel hier loslassen.
Okay, ich dachte, das macht safe 34 Damage, aber anscheinend nicht. Wo, was, was? Mein Dieb wurde nicht mal wiederbelebt? Wow, der AOE-Heal hat sich ja absolut nicht gelohnt. Ach du Schande. Wow. Der AOE-Heal war ja ein voller Griff ins Klo. Ja, das ist natürlich wunderbar. Ja, wir geben jetzt einfach dem Uga mal den Buff, dass er den hoffentlich umklatscht. Und der hasst wirklich meinen Dieb. Aber ja, man muss wirklich sagen, also, dass ich ihm Beweglichkeit gegeben habe, hat sich echt super ausbezahlt. Weil dadurch kann er, trifft er halt jetzt auch öfter mal. Er dafür nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Mitten in die Fresse rein, dann stirbt doch der Ork-Bossilein. Und meine Nachbarn hassen mich fein. Mit dem geilen Ork-Bossilein. So, und ja. Müsste theoretisch reichen, um den Ork-Boss. Wunderbar. Und finde ich auch zockervoll. Also mir macht es auch super Spaß zu streamen. Freut mich, wenn meine Zuschauer mir da zustimmen oder es doch dem einen oder anderen, der hier immer mal wieder einschält, gefällt. Weil ich finde auch, richtig klasse Game. Sehr liebevoll gemacht, mit Witz und trotzdem auch anspruchsvoll. So mag ich meine Games. Das ist so wie guter Wein. Oder so ähnlich. Ich glaube, Wein ist nicht umso härter, umso besser, aber... Wunderbar, so, zack, den hier auch erledigt. Wunderbar, im nächsten Raum kotzen sich die Orks schon wieder einen ab. Die Elfin hat mich abgelenkt. Denke, da haben wir noch ein paar Räumchen Metzeln vor uns. Muss sagen, den Dieb mit seiner Verstohlenheit habe ich tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht benutzt, die Verstohlenheit. Ich höre im Hintergrund, wie ich auf der Wiese. Ja, wenn ich aufs Oktoberfest gehe, dann gibt es da ähnliche Geräusche. Gut, dass das dieses Jahr ja nicht stattgefunden hat. Gott, aber die Orks tanken echt viel. Dafür, dass wir davor die Goblins hatten, die irgendwie gar nichts getan haben.
Ja, du könntest auch mitkämpfen, du Kotzbeutel da an der Seite. Wunderbar, da ja, müssen wir tatsächlich um ein Feld sprinten. Das ist echt bitter. Na so, und jetzt können wir den da doch in der Ecke jetzt einfach mal weghauen. Ich bin's. Na, und der kann, sie kann nicht so weit schießen, oder? Nee, genau. Gott, 95 HP, wenn der einfach aufgeben würde, das wäre so viel einfacher. Witzig, dass der Barbar irgendwie eine bessere Range hat als mein Ranger, der quasi ein Schütze ist. Okay, jetzt versucht er sich vom Acker zu machen. Ja gut, jetzt ist es aber auch zu spät. Wenn ich denn mal treffen würde. Und weg. Schön auf die Mütze. Zum Donner. Ich bin über und über mit Blut besudelt. Ich hätte lieber deine Galone lecker. Genau, jetzt heilen wir einfach die Gruppe und machen hier weiter.